Guten Tag, liebe Freunde von Schoner Auto Bocos International in Fort Lauderdale, Florida. Hier ein ganz besonderes Auto mit einer sehr langen Wartezeit für einen unserer Schweizer Kunden. Hier sehen Sie einen äußerst seltenen 2022er Cadillac Escalade ESV Sport Platinum. ESV, weil er den verlängerten Radstand hat. Sport Platinum ist der höchste Trim meines Wissens für das Fahrzeug. Ja, ein riesen SUV mit allen vorstellbaren Optionen in dem Fahrzeug verbaut. Das Ganze in Wilder Metallic, also dunkelgrau Metallic mit dem Black Onyx Paket. Das kann man schon an den Felgen sehen. Klassischer 8 Zylinder mit 420 PS. Und hier sehen wir nochmal, wie lang der Wagen ist. Ganz tolles Fahrzeug. Am besten hören wir uns den mal an, wie er so klingt. Kurz. Ein, wie gesagt, 8-Zylinder. Hier hat er den Doppelauspuff hinten. Ist natürlich ein Allradfahrzeug. Einzeln zustellbar. Das Ganze sehr, sehr geräumig. Und ja, der klingt nach 8 Zylindern, aber sehr, sehr kontrolliert. Das finden wir sehr schön. Schöner Motor. Sehr zuverlässig das Ganze. Und ja, unser Kunde hat lange gewartet. Schauen wir mal in den Kofferraum, der natürlich fernbedienbar ist. Wenn man dann den richtigen Knopf zweimal drückt, müsste der eigentlich aufgehen. Ach, da funktioniert es. So, und hier kann man auch mal sehen, wie viel Platz das Auto hat. Ne? Das ist gewaltig, das ist ein Siebensitzer. Hier sieht man mal AKG Subwoofer, da ein großes Soundsystem drin. Und all die Sitze sind elektrisch verstellbar. Haben wir hier verschiedenste Kombinationen. Also er hat ja in der Mitte zwei Captain Chairs und in ganz hinten hat er drei Rücksitze. Und so lässt sich das Ganze dann elektrisch versenken und auch wieder aufklappen. Ja, und auch die Sitze. So haben wir jetzt richtig Platz, wie man sehen kann, wenn man was transportieren möchte oder muss. Ja. Hier kann man auch von hier schon mal sehen, dass er auch noch ein Panoramadach hat. Also ganz tolles Fahrzeug. Ich gehe mal rum. Ja, nochmals. So, hier sehen wir auch, das ist ein Extra. Das sind die elektrischen Running Boards. Die sind sehr schön für das Auto, weil es halt auch eine gewisse Größe hat. Hier gehen die Sitze wieder zurück. Hier kann man sehen, ein DVD. System für die zweite Sitzreihe. Das Ganze ist voll Anilinleder, auch sehr schön. Natürlich viele Lautsprecher über das Soundsystem. Und auch hier sind die Kopfhörer, die gehören auch dazu. Anschlussmöglichkeiten, Sitzheizung, Sitzkühlung etc. Alles vorhanden. Gehen wir noch einen Schritt weiter. In die vordere Sitzreihe, hier sehen wir nochmal AKG, auch hier die Anilin-Sitze, hier das Schiebedach geschlossen. Ich steige mal ein in das Schlachtschiff, mache ihn mal an. So, was wir hier sehen, voll digitales Tacho, auch der Rückspiegel ist ein Screen, das ist kein Rückspiegel. Hier die 10-Gang-Automatik, die ja auch über Schaltwippen steuerbar ist. Das Fahrzeug hat natürlich alle Verbindungs- und alle Sicherheitssysteme, die man sich vorstellen kann. Ist komplett, ist neu. Ja, ein ganz tolles Fahrzeug. Schauen wir uns mal den Motor an, nachdem wir hier ja alles gesehen haben. Jetzt der Blick auf die Felge, ganz toll.
und selten. Auch diese Schilder. Und ist dann halt der Kundenauswahl. Und hier ist ein 6,2 Liter 8-Zylinder-Motor mit 420 PS. Diese Geschichte reicht natürlich völlig aus, um das Fahrzeug weit fahren zu lassen und schnell genug fahren zu lassen. Also, ein wunderschöner SUV, dieser 2022er Chevrolet Escalade ESV Sport Platinum mit Allrad in Wilder Metallic. Leder innen ist übrigens Auburn. Also ganz toll, ganz seltene Farbkombi. Unser Kunde freut sich schon sehr, da wir uns hier schon jetzt bei unserem deutschen Speditionspartner befinden. Bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe und von dort aus wird es dann professionell gepackt im 40-Fuß-Container und geht dann auf seine Reise über Bremerhaven in die Schweiz zur Umrüstung und zur MFK. Vielen Dank und auf Wiederhören.